Morgen. Ab in den Keller. Wolle News. Oh, geil. 90.000 Euro abräumen. Corona. Neue Obergrenze. Für privat. Oh, Moment, Sekunde. Wie klingelt Telefon oder was? Corona. Neue Obergrenze. Für Privatfeiern in Berlin. Das Corona soll Kids kontrollieren. Amtsarzt keine Treffen mehr mit mehr als 3 Haushalten. Erster Auftrag heute. Eine Speicher einziehen. Dann spannen wir die mal. Ui, Bordsteinkante hier. Sieht man das? Wie flach das hier ist? Schön über eine Bordsteinkante gewischt. Den kriegt man natürlich nicht raus. Boah, der eiert ja. Das ist Optimum. Nee, leider nicht. Also manche Felgen sind halt auch so kaputt, dass man sie nicht mehr perfekt zentriert bekommt. Wenn also von Bordsteinkanten zum Beispiel Schläge drin sind, Stöße, Verformungen in dem in der Felgenflanke selber, die kriegt man ja nicht rauszentriert. Da kann man nichts machen. Heute Morgen war ich gerade ein Auto holen und da habe ich das gesehen. Ja, und hier ist das gute Stück. Das werden wir uns jetzt mal angucken. Ja, da ist es. Und immer wenn ich so was machen will, kommt gut. Moin. Ja, hi. Weißt du noch, nicht hier bin? Nee. Achso, Schloss. Achso, dein Schloss, da hängt's da vorne. Das ist jetzt der. Hallo Marlies. Hallo Tommy. Ich wollte gerade meinen Fund von heute Morgen vorstellen, den ich auf die Straße gefunden habe. Hä? So lange liegt die U-Bahn, ewig nicht gefahren. Dann haben die Polizei angerannt, weiß ich wie viele. Dann hat man nur noch gehört, wie die geschrieben haben: auf die Knie, Hände aus den Taschen. Haben die den richtig angebrüllt? Ja, klar. Der hat nicht reagiert anscheinend. Und dann kamen immer mehr Polizisten. Das hat ewig gedauert, bis wir da mal losgefahren sind. Na, die U-Bahn halten so an, damit da nicht flüchten kann. Ja, ja. Wo es den Anschein machen könnte. Der arbeitet nie. Das sind uns hier. Der arbeitet nie. Ich wohne hier. Moin. Ich mal die Pumpe aus. Ja, da. Ja.
ein? Eventuell, ja. Was brauchst du denn, mein Kleiner? Kannst du erstmal was sagen? Na, hallo erstmal. Ja. Ich bin so behindert. Ja, meine Frau muss auch noch begrüßen. Ah, hallo. Ja, oh, ist ja top. Er hat so Ego, weißt du? Er hat nur sich im Kopf. Ja, ich bin voll der Egoist, ey. Voll, so, Icke. Was suchst du denn schon wieder? Schon wieder ist der 13 noch nicht. Der 13er ist oben drin, Mann. Nein. Werd irre, Alter. Ey, lern doch da endlich mal. Da gibt's keinen 13er. Doch, es gibt einen 13er. Los, komm mal rum. Warte mal, ich nehme einen mit. Wo ist denn hier der 13er? Da ist der 13er. Und der 12er? Ich weiß nicht, ob das der 12er oder der 13er ist. Du sagst, da ist einer oben, da ist keiner. 16er, 40er, ohne Ende, 14er. So, los. Ziemlich da ist er wieder, der Tommy. Und Material für heute haben wir noch ja nicht. Aber jetzt kommt ein Mongoose im Ankauf. Mal schauen. Und Arbeit. Habe ich schon gesehen von der Ferne. Speichen. Hallo. Ach ja. Oh, das sind ein paar oder was? Oh ja, es sind ein paar, meine Güte. Ja, aber ganz ehrlich, du hast mir doch auch mal Freunde hinten rausgenommen. Doch, aber ganz ehrlich, die Räder waren auch verhältnismäßig teurer. Ja? Das Material war besser. Hier ist ja alles. Spachtelt. Schliffen. Später. Ah, ja, voll, alles. Ich hab keinen Platz. Hi. Ja, bitte? Weiter! Darfst du ja wiederkommen? Na, 100 Meter Abstand bitte! 100 Meter, okay. Nee, komm, was los? Ja, ich hab irgendwie sowas mit meiner Bremse. Ich verstehe nicht ganz wieso, aber die bremst einfach nur noch. Ja, ist doch gut, das ist eine Sicherheitseinrichtung. Ja, umso besser so. Genau, kommst du nicht voran, das ist doch was.
bremst nur noch. Aber irgendwie hat es so einen Hebel hier, also wenn es so ist, dann bremst halt nur noch. Und wenn es so ist, dann bremst halt gar nicht. Ja, du brauchst nur einen Zug hier oder was? Ja, okay. Ich meine, guck mal, der geht dann immer mehr zurück hier. Was ist das denn? Ja, ich habe halt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ist das für eine. Was ist das überhaupt hier, ey? Der ist tot. Ja, okay. Neuer Zug. Wie lange geht das? Wie schnell geht das? Wie schnell, ja. Heute Abend. Heute Abend. Ja, heute Abend zum 8 Uhr abholen. Welche Wittler immer hier? Thorsten und Achim, die haben sich ja richtig in der Wolle irgendwie gehabt. Ich weiß ja nicht warum, wieso, weshalb. Ich glaube bei Thorsten, wie gesagt, so ein bisschen Eifersucht. Er kann ihn einfach nicht leiden. Der eine den anderen. Hat er mich sogar Wüste beschimpft. Ich bin Lügner und dies und das und jenes. Um Gottes Willen, das ist mir doch nicht auf so was ein. Ja. Wo er sagt, na, niemals, dann will ich dich nicht sehen hier. Da ist er gegangen, jetzt ist Achim weg, jetzt kommt er wieder. Hab ja ein offenes Ohr für alle und jeden, aber nicht für die Kinderstreitereien, das ist ja wirklich schlimm. Die sie eine Wolle haben wegen nichts. Also wirklich. Das ist ja Wahnsinn, also so viel Speichen raus hier bei dem Ding, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Aber die hat ja zugegeben, immer ihr Kind hinten drauf. Metallwolle, Stahlwolle. Ein bisschen abschneiden ein bisschen. Das ist vorne. Diese? Das ist Öl. Diese Messer. Freilauf. Hallo, Freilauf? Ja. Öl, Freilauf? Ja, diese nicht, nein. Du könnt was? Fett. Nee, Fett.
Schließlich. Bürste. Ich muss aber hier hoch jetzt. Selbstverständlich. Viel zu lange Speichen. Ist ja auch Wahnsinn. Bitte schön. Ja. Du bist heute schon Feierabend. Na, das ist ja. Da messen wir die mal aus, ne? So ist es. Die Narbe erstmal sauber. Jetzt nehmen wir eine Bürste. Bürsten erstmal hier den groben Dreck überall raus. Ja,
Zack mal drin hier, war ein ganzer Länger. Gucken wir mal, wie schnell wir sind hier. Hört sich ganz schön trocken an, ist aber Gott sei Dank von hier außen schmierbar. Da drückt man einfach hier das hier rum. Da ihr seht, hier. Zack, jawohl, da kann man die Narbe schmieren und da kann man dann reindrücken. Ja, ganz einfach, zack. Wenn es sich nicht mehr drehen lässt, stimmt schon was nicht mit der Narbe. Ja, was lässt sich hier da drehen? Alter, da war. Alter, machen. So, gut, haben wir. Ah, was sage ich hier mit Grat und Grind? Hier, gratig ohne Ende hier. Können wir das hier reißen? Also die Narbe ist jetzt eigentlich regulär. Ja, aber es kann nämlich auch sein, dass wenn Speichen noch eingezogen werden, muss es nicht zwangsläufig. Muss nicht zwangsläufig irgendwie immer die Speiche dran schuld sein. Guckt mal hier, schaut euch das mal an. Seht ihr das? Seht ihr den Grat hier dran? Kommt selten vor, aber passiert. Ja, da muss man den Grat halt wegnehmen. Also die Narbe ist halt schon so gut wie durch. Ich sage zu meinen werten Zuschauern, dass die Narbe schon so gut wie durch ist, obwohl sie eigentlich noch nicht so aussieht. Aber die Narbenhülse hat halt Grat. Und was passiert, wenn die Narbenhülse am Speichen noch Grat hat? Dann reißt sie die Speiche kaputt. Ja. Jetzt genau. Und wenn man das als nicht erfahrener Mechaniker nicht beachtet und einfach eine neue Speiche immer wieder drin macht, dann ist sie halt immer wieder durch. Und normal, so ist es jetzt geschehen. Da kann man nur noch entgraten und natürlich andersrum einspeichen. Das sollte man machen. Sprich die Zugrichtung in die andere Seite. Das klappt, wa? Was eine Wissenschaft. Einspeichen, ja. Ab. Oh, hallo, ey. Ausspeichen geht schneller, nicht? Ja, Bolzenschneider, dann sieht das wieder so aus hier. Das ist ganz normal. Na, merkt man nicht hier. Ja, das darf natürlich nicht sein. Okay, dann fangen wir mal an, schmeißen wir vor. Erstmal eine Seite. Das mache ich schnell jetzt hier am Stehen. Das ist ja okay, nicht. Er geht ja noch schnell. Eins fix Butter. Okay, warte mal. Die ziehen in die Richtung und dann ziehen die jetzt in die andere Richtung. Oh. Da kriegt man ja trotzdem hin. Das ist einfach die Löcher wandern ein Stück. Aber haben wir. Machen wir noch die Felge sauber. So nehmen wir eine Stahlwolle.
sieht wieder schick aus. Zack. Na du. Dann haben wir Achso. Next. Ach, Mensch. Dieses ganze Carport ist natürlich viel zu lang. Ja, geht nicht. 5 Meter geht bis halben Weg zum Kinderhaus. Soll ich den dritten Pfosten ans Ende vom Fahrradständer bauen und auch noch am Fahrradständer befestigen? Oder soll ich damit mit dem Bodenanker mal eben in die Mach seitlich mach den seitlich fest von der gegossenen Wand. Nee, das möchte ich nicht. Auch nicht? Achso, weil das ja nicht mehr ist. Erstens fluchtet es nicht. Nee, stimmt. Das ist mal der erste Grund. Und der zweite ist, wir werden hier früher oder später diese Wand auch noch weiter betonieren. Nicht wir, sondern ihr. Denn wir haben reichlich Beton. Machen wir ruhig weiter. Na, ich muss mich konzentrieren dafür. Deswegen. Nee, aber erzähl mal erstmal. Naja, ich kann natürlich jetzt einen Bodenanker da unten in die Erde stecken, hinten beim Kompost und. Hörst du den doch kaputt? Der muss ja keine 5 Meter lang sein, das ist ja totaler Quatsch da. Eben. Und die Alternative ist beim vor dem letzten Fahrrad an Pöppler da. Ich kann ja die Deckenbalken ein bisschen weiterziehen. Ja. Ja, klar. Ja, ne? Genauso wie den mittleren einklinken und ganz genau. Dafür, ja, denke auch, ja. Das ist ja keine Überlast, das großartig. Das ist eine scheiß Arbeit, das an dem Metall festzuschrauben.
6,5. Also 6 ein bisschen an, dann mit dem Schraubenzieher ein bisschen verkanten und dann geht die Windel drüber. Ja. Aber es hält. Mhm. Das ist bombenfest. Also, es ist ja nicht so, dass man oben gegendrückt. Da hätte ich dann Sorge, dass der unten vielleicht irgendwann rausreißt. Ach so, und den oberen, den habe ich natürlich genau an die Stelle setzen müssen, wo der Pfosten halt da dran steckt. Da kannst du dir den Dübel jetzt von oben angucken. Okay, ja, wunderbar. So, schnell, genau da. Wow. Guten Tag. Hallo. Ja, bitte. Du, ich muss noch kurz meinen Sattel festschrauben. Ich weiß gar nicht, könnte ich mir den vielleicht leihen? Ist das der hier? Ich glaube... Keine Ahnung, ist der mit da? Könnte hinhauen, ne? Ein 13er wirst du brauchen, ne? Ja, 15. Hier. Ich danke dir. Vermutlich der 13er, ja. Danke. Bitteschön. Wo ist denn jetzt Speisenloch hier? Walle! Ja, ja, wir öffnen um 9. Toll. Ach, scheiße, ja, nein. Ja, achso, weiß ich noch. Den hast du dir gerade ausgeliehen, wa? Ja, ich hab mir nicht ausgeliehen, ne. Ich denk mir immer den Wecker. Ist das die Narbe von dem Typen? Ne, ist schon wieder was Neid. So. Deine Narbe ist noch. Ist schon wieder ein neuer Auftrag. Ja. Ah, okay. Ja, ich wollte mal. Aber du hast ja noch ja nicht, die ist ja noch nicht da, sagst du. Nee, die kommt am Freitag oder Donnerstag. Ich war mein Wheeler noch dabei und ich wollte mal. Naja. Ist ganz nett. Aber ich bin nicht drauf gekommen, vorher gleich den Stuttgarter reinzubauen. Der Stuttgarter, der bequeme Lenker. Ich hab meine XT gefettet. Und dreht natürlich mit. Natürlich mit Futter. Halt keine Lagerschlüssel. Problem. Ja, keine Ahnung, warum habe ich so lange gepennt? Hat die mir gestern rumgegeben oder so. Nee. Ohne Wecker wird das hier nicht. Nee. Das ist wie eine Ausbildung. 9 Uhr. 9 Uhr ist ja nicht Ausbildung. Ausbildung ist um 7. Hä? Ja, 7:30 Uhr auch. Nee, Anfang. Bei euch um 7. Bei uns um 7. Bei euch 7:30 Uhr. Ja, aber auf einmal 7. Um 7 anfangen. Alles sehr schön. Finde ich gut. Hast du noch einen zweiten 14er? Nee, oder? Nee. Ich bin noch ja nicht da, ich speich gerade ein. Auch wenn ich das sehr fliegend mache, brauche ich trotzdem so ein bisschen Konzentration. Also hier unten müsste noch einer drin sein, da muss man gucken. Danke. 13, 14. 13, 14.
Ah, so ein Doppelschlüssel. Oh. Zum Konter wird's reichen. Cool. Da ist noch ein bisschen fest. Deswegen wollte ich die innere Seite. Das ist ein XT. Das ist ein ganz simples System. Oh, die ist zu dick. Dann nehme ich die auf der anderen Seite. Ein Doppelbrettzimmer. Nee, zu dick heißt hier in die schmale Ecke da rein. Noch Metallgehäuse drum und dann ist das abgefettet, aber trotzdem gerostet. Nee, die habe ich hier gerade ausgespeicht. Gerade nicht, wirklich. Wo du guckst. Ja, ich guck, was du da hast. Machst. 26er. Ja. Das ist der Wheeler. 27,5er hinten drin. Und bremst auf einer Diskfelge, wie du gemeint hast. Und ich bin in der Sache irgendwie skeptisch. Ja. Und mach mir dann trotzdem noch einen Dickpreis rein. Nee, mach das mal nicht. Bitte. Na nun, flutscht nicht. Dicke. Ja, die hat alles hier. Die ganzen Speichen, also davon war die Hälfte der Speichen war schon durchgebraucht. Was gespeicht. Was ich nämlich gestern vorgestern schon war. Und die Narbe ist immer noch nicht eingestreift. Vorgestern schon. Keine Felge da, ich weiß. Ja, du. Ah, gib mal die Schere bitte. Welche Schere? Was willst du? Soll das durchschneiden? Ja, dann nimm dir die Schere. Nimm dir! Hätte ich das gewusst, hätte ich Kuchen gemacht. Ja, jetzt mal gucken mit dem Wasser. Ey, ich hab richtig geiles Zeug gemacht. Hab einfach einen Pudding genommen gestern und hab ihn geschlagen. Einfach einen Pudding genommen und gegessen? Puddingpulver genommen, geschlagen und es dann im Smoothie gemacht, im Bananensmoothie. Und dann wurde das Ganze über Nacht nochmal geschäumt. Nach der Nacht und dann hat es einfach so eine Art Paradiescreme ergeben.
das. Genau, und weil ich ja gesagt habe, ich mache diesen Haken da mal ein bisschen neu. Mach ich das jetzt mal. Oh, ich muss mich schuppen. Stecken. Nee. Kein Quatsch machen. Kein Quatsch steht. So. Das ist voller Haken. Oh, da ist er ja! Brauchst du irgendwas von Lampe? Hallo! Nee, warte, ich brauch eine Kassette. Einfach. Papa? Ja, hallo, hallo. Ich hab heute eine 2 gekriegt, für den Brief zu schreiben. Herzlichen Glückwunsch! Bis später. Mike, wie so ein Trottel. Darauf, dass man das auf die gegenüberliegenden müssen identisch sein. Also nach außen sind jeweils, wenn die gegenüberliegende, also die danach in die Richtung geht. Geht noch. Ja. Ich muss erstmal. Da kickt er aber. Ich habe gesehen, so den Rahmen. Ja, hast du gesehen. Den Rahmen, ne? Ja. Das war nur ein Rahmen. Ja. Den hat er nicht rausgelöscht, der Update. Der wurde jetzt immer noch drin. Achso, den hast du gesehen? Den grünen hatte ich dir gesehen. eBay Kleinanzeigen. Hey, 30 Euro. Ich habe den gesehen im Netz. Ja, habe ich den geschickt? Nein, den habe ich gesehen. Ich gucke ja auch bei eBay Kleinanzeigen. 30 Euro? Ich weiß nicht, Preis weiß ich nicht mehr. Ich habe nur gedacht, das muss nicht der gleiche sein. Das ist bestimmt der wieder von dir. Ja. Nee, muss nicht der gleiche sein, ne. Ja, hier sind so 13 Kugeln auf der linken Seite und auf der anderen ist ein Industrie gelagert von der Narbe, aber ich muss die eigentlich wieder umspeichen auf normale Felge, weil das sind 27 Kugeln. Da habe ich mir mal nachgebissen, weil die hat ja gar keine Scheibenbremsaufnahme. Können die Bremsen ähnlich funktionieren auf so breiten Felgen, glaube ich. Du musst die Spacer umschrauben. Die dünnen Spacer rein. So meinst du. Stimmt eigentlich. Ich bin nicht klug. Hat selber zu tun, ich muss ja gerade nachdenken. Da behindert, ey. Deswegen komme ich ja damit her. Ich bin so begrenzt zu Hause. Aber die Schaltung ist geil. Ja, manchmal ist man echt so geburnt, geflasht. Cool. Zufällig ein Puff.
Na, deswegen fangen andere ja auch anders an. Ja. So, ich habe die perfekte Lösung gefunden. Ich brauche aber zwei 220er Schrauben. 220 mal irgendwas, am liebsten 8. Muss ich auch nicht mehr so sein. Wenn du jetzt sagst, hast du nicht. 220. Die Masterschraube. 220, 250, egal, aber mehr wie 200. Guck mal rein, was haben wir noch hier? Eisenwaren Müller. Okay. Ne, nicht. Ich dachte, dick. Ah, nee. Hier in Dübelschrauben. Also, wem auch diese Spezialdodeln, ach Gott, ist die niedlich. Na, die waren zum Fenster geworden. Ja, 118 oder so. 116. 113 hat Papili eben nochmal zum Baumarkt kommt. Da hat der Papili nach einem Bier auch kein Problem mit. Ich habe nämlich den Abschnitt von unten. Nein, das ist zu lang. Ich bin drauf gekommen, dass ich den Abschnitt von unten, der Pfosten muss ja ein bisschen größer werden jetzt, ne? Wegen Gefälle. Der hat genau die Stärke von deiner, ja, Entschuldigung, von Alexens Wein. Achims. Achims Traumwald. Achim, Alex, Anton. Ah, was hast du noch für was? Egal. Also von unserer tollen schiefen Wand. Scheiße. Genau 9 cm. Jetzt schraube ich den Vogel einfach an die alte Mauer. Du verstehst meinen Schmerz. Und wenn irgendwann mal weiter betoniert wird, betonieren wir einfach bis an den Pfosten ran. Ja, genau. Und tschüss. So. Und, Hört auf sein! Ich wollte mein Kart abholen, das Lause und den Hühner halten. Ja, darfst du machen. Ist das blau? Ist das blau? Ist das nicht blau? Ist das grün? Grün-blau. Alge, nennen wir es Alge. Das ist die übliche Diskrepanz zwischen Mann und Frau. Das ist blau. Fortuna. Fischer. Ja, passt doch. Fortuna, Fischer, Alge. Ja. Ich fasse es nicht an, jetzt hier an den weißen Lippen und so, weil also, ich meine, das ist zwar jetzt auch nicht, aber. 30, 38. Bittchen. Card oder Cash? PayPal oder Bar? Ich habe noch keine, oder? Doch, da unten in der Ritze ist was vom Vorgestern. Super, danke. Danke dir. So ist, naja, ja, geht das? Ansonsten wasche ich mir sogar die Hände. Nee, ich glaube, ich schaffe das. Ich lasse die kurz hier. Ja, genau, rückwärts an ganzer Seele fehlt das. Danke. Bitte. Ciao!
Nanu. So, haben wir. Wo sind wir denn jetzt? Was haben wir denn? Was glaubt ihr, wer ist? Zahnräder sind irgendwie durch, neuer Antrieb. Wie viel würde das kosten? Kettenschaltung oder Narbenschaltung? Wenn das so von Zahnrad zu Zahnrad springt. Hast du mehrere Zahnkränze hinten oder noch einen? Mehrere. 150. 150. Und hast du gerade ein gebrauchtes Triumph. Ja, die rote Lampe bleibt immer länger an. Ja, ist gerade in der Vermietung. Ich weiß nicht, kommt demnächst wieder. Das ist okay. Auch so ein schwarzes Triumph mit Kettenschaltung, glaube ich. Läuft ganz gut. Okay. Kostet 220. Okay, ich glaube, da würde ich. Gebraucht, halt. Ja, das Gebrauchte nehmen, das war der Tipp von meinem Kollegen. Und das mich von dem verabschieden will. Ja, aber ich weiß nicht, wann es jetzt wiederkommt, weil es hat ein Kumpel von mir. Ja. Und der braucht das bestimmt noch ein paar Tage. Ach so, der braucht das ein paar Tage. Ja, es ist jetzt nicht da. Ich dachte, das kommt heute an. Nee, das leider nicht. Also dann gerne. Dann müsstest du deine Telefonnummer da lassen, dann kann man das mal. Ja. Weil er wollte nämlich eher E-Bike haben und das war so eine Notlösung, bis er sein E-Bike hat. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange er noch braucht, bis er seinen Akku, bis er sich da gekümmert hat, dass er alles zusammen hat. Verstehe. Das habe ich ihm jetzt erstmal so zur Verfügung gestellt, weißt du? Und deswegen, da will ich jetzt auch nicht. Ja, nein, jetzt gib her, jetzt. Nee, ist klar. Wäre doof. Aber wenn du magst, kannst du gerne vorne liegen Zettel und auch einen Stift, ja. Dann schreibst du gerne einfach mal auf deinen dieser Zettel deine Telefonnummer. Ja, ich erlöse erstmal deinen Kollegen, weil der ist das schon ganz hektisch. Ganz aufgeregt. Ja, und hast du eine Lösung für mich für Samstag? Da wollte ich eine Fahrradtour mit einer Freundin machen. Ja. Dann musst du halt rumkommen. Dann kriegst du erstmal einen Fischer mit. Du kannst doch das Fischer kaufen, weil draußen steht das rote. Fischer. Weinrote Fischer ist wie neu. Kostet auch 220. Okay. Ist allerdings wie neu. Ist halt aber keine Kettenschaltung, sondern Nabenschaltung. Ich glaube, Dreigang Nabenschaltung. Dreigang. Oder eben mieten. Muss jetzt mal schauen, ob das überhaupt passt für dich. Müsstest du dir mal angucken, ob das in Frage kommt.
Ansonsten kommt doch jetzt irgendwann ein Hollandrad zurück, kostet auch 200 Euro im Verkauf oder eben Miete. Also das weiß ich nicht. Und wir haben draußen dieses nagelneue Hollandrad stehen. Ich mag's nicht. Zwischendurch fahre ich schon gerne ein bisschen. Also ich brauche so eine Kombination. Ja. Zwischendurch fahre ich gerne zügig, schnell und dann aber also sportlich und dann aber auch, also ich brauche für den Rücken schon auch. Es ist so eine. Ja. Naja, für Rücken ist der Hollandrad eigentlich ideal. Ich weiß, aber ich habe meine Lenker immer irgendwie so, dass ich das machen kann, aber gleichzeitig auch fix fahren kann. Ja. Naja, die Option besteht am Samstag bestimmt. Ich weiß nicht, ob der am Samstag schon kommt, aber ich glaube. Ja. Wer jetzt? Der, Holländer. Der und Holländer. Was wollte ich jetzt noch schauen? Was hat sich eigentlich für ein... Dankeschön. Und der Zucker, das ist schlecht. Hau dir schnell was rein. Ja, ja, mach ich dann. Das wäre am. Nee. Am Montag. Am Montag ist das voll einfach. Dann schau dir raus und mach das Fisch an. Achso, jetzt habe ich es falsch in Dings gemacht. Genau. Ja. Wunderbar. Ich schau mal oben. Genau. Dankeschön. Schön. Brauchst du also für zwei Tage durchversteht? Nichts mehr an Getriebeöl, Motoröl, ich hatte meine Putze, Motoröl, nochmal Motoröl. Aber nicht direkt brauchen. Na egal. Dann hast du aber auch noch. Ja. Ja, bitte? Die Mutter, ja, bitte. Das hat mich nicht getraut. Wieso nicht? Sieht der so schlimm aus da vorne? Der tut keinem was. Hallo. Mein Licht geht nicht und ich weiß nicht warum. Der Stecker ist drin, es ist ein Nabendynamo. Naja. Ja, weiß ich nicht. Und jetzt wäre die Frage, genau, ob das irgendwas Schnelles sein könnte oder was ich jetzt machen soll. Hast du Zeit mal zu gucken? Nee. Nee. Da lassen, dann kann ich heute noch gucken. Das kann ich machen. Oben anschließen und Schlüssel da lassen. Ja. Und danach ja nochmal vorbeikommen. Gut, wann darf ich wiederkommen? Ja, kurz vor 9. Ja, alles zwischen klar. 8 und 9 sagen wir mal so, ich weiß ja gar nicht. Ja doch, das. Ja. Oder dann auch unten hier einfach auf dem Zettel eine Telefonnummer aufschreiben dann und dazu schreiben. Da haben wir genau Licht. Aber oben anschließend die Schlüssel mal da lassen. Okay, dann. Ja, genau. Abgelenkt bin, das geht nicht.
Hallo? Ja, bitte? Ich hatte dir einen frühen Rad gebracht mit einer gebrochenen Speiche. Ja, steht vorne, glaube ich, bei dem. Genau. Das ist so gesehen, wenn er direkt unter dem Montageständer. Unter dem Montageständer? Ja, mit nebenbei Betrieb dauert es natürlich alles ein bisschen länger. Aber ihr seht ja gar nichts. Das ist wahrscheinlich auch grottenlangweilig jetzt so, wenn ich das. Jetzt auch kenne ich richtig auf dem Arbeitsplatz oder so. Ich mache das einfach hier so freihand. Aber wie ihr seht, hier ist frei zum Pumpen. Das muss frei bleiben. Wo war ich denn jetzt? Ach, ich habe mich schon wieder ablenken lassen, aber die Kamera lenkt dann auch ab in dem Moment tatsächlich. Na, man lobt das immer nicht, aber es ist so. Der Vollprofi bin ich ja auch nicht. Auch ich habe meine, nur immer noch meine Sachen zu lernen. Und wer behauptet hier Profi zu sein, der kann sowieso Dreher abdampfen. Wir brauchen keine Profis. Wir brauchen Lernwillige. Das war's. Ja, die meisten sind schockiert von den Preisen wahrscheinlich. Der Tommy ist aber teuer. Oh, der kostet aber Geld. Meine Fresse, du. Jetzt nochmal eine Tour. Wo ist denn Walle?
Ach, fertig. Kann ich gar nicht mehr. So, laufen die dann alle richtig drüber, 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 drunter, drüber, drüber. Für vorhin spreche ich nicht schlecht, so. Muss nur noch zentriert werden. Wo ist Walle? Ja. Mann, 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 du. Denn? Was ist denn abgehauen, das ey? Du bist die Schlangenlinie gefahren oder was? Ja, immer, anders kommst du ja nicht durch Berlin. Ja, eben. Also ohne Bier gibt's nicht. Das hat der Mülleimer nicht einen Schlüssel. Das ist kein Müll. Ach so. Ich hab nochmal hier oben Platz gemacht. Naja, macht er immer so. Ja, das ist Thorsten. Ösis dürfen das.
Lupe, Lupe. Ja. Hier. Nee, ich muss arbeiten. Ich kann nicht. Thomas, schau mal. Ein Clown hat wie so ein Schwert einen Luftballon gemacht. Wow, habt ihr einen Clown gehabt in der Kita? Ja, in Jockel. Und der hat mir eine Rolle mit Feuerschwert gemacht. Oh ja. Und die sind cool. Du wirst immer unbesiegbarer. Okay.
Na, warte, was los? Ja? Was los? Nicht. Wo warst du? Wieso? Bei Lamke. Ha? Zu viel Drogen getrunken. Du? Nee, in der Öffentlichkeit. Achso, du bist schon wieder. Du bist schon wieder getriggert. Kannst du mal nach dem draußen das eine schwarze Rad, was im Ständer steht, gucken? Da ist das Licht irgendwie. Geht nicht, ist aber relativ neu alles. Schlüssel ist angeschlossen. Was ist denn das für ein Rad? Warum? Von wem? Ein Kundenrad. So, guck. Ja, na gut. Guck mal, wie sind die Kontakte oder was? Oder die Lampe. Glaube ich nicht, dass die Lampe kaputt ist. Vielleicht einfach nur falsch angeschlossen, weißt du? Na, ja, schon, das ist eine alte Felge. Nee, heute nicht. Ist das heftig. Nimm mal die Kontakte nach hinten raus. Einfach, die nach hinten abgehen. Einfach rausziehen und gucken, ob es denn läuft. Ob es quasi ein Erdungsproblem ist. Nee. Ja, ist bestimmt unten der Stecker irgendwas. Ist nicht richtig angeschlossen oder so. Ja? Na, innen drin, die Kabel sind vielleicht nicht richtig verlegt. Ja. Das ist ja der größte Fehler, den die machen. Habe ich schon geguckt. Ordentlich. Na, dann muss es ja laufen. Nee, der braucht ein Licht, aber das wird wahrscheinlich durch sein. Vielleicht braucht der auch noch Starthilfe. Ja.
Fertig. Mit tausend anderen Sachen nebenbei. Fertig! Fertig, ja. Das war ich dann und mache noch Fotos. Und dann mache ich mal wieder Platten da noch und kannst du irgendwie Platten an dem Schrottrad? Ja. Habe ich rausgestellt. Ach, das ist rausgestellt. Steht draußen, ja. Nein. Hat er nicht. Für mein Kind nur, die braucht eine Hülle. Was bitte? Das ist für das Bike oben, das was der weiße, der Schlüssel für das Bike da oben, für das Werkzeug. Ja, einer von denen, die da, ich weiß nicht, einer von denen, die da hängen. Von den silbernen, ja.
Kannst du aufschließen, Mann. Ey, Mann, ey, sei aber nicht so. Ach so, ich muss ja nicht so. Nimm doch einfach die Schlüssel, wirf sie so von deiner Sicht und den Bock nicht scheiße. Deswegen sind sie ja hier. Deswegen seid ihr ja hier, wa? Ah? Ja, ja. Puff, hat's gemacht. Okay. Draußen. Ventil muss drin bleiben. Mit der schönen Klingel in Kopf bei letzter. Glückwunsch. Hier nur anbieten. Was für ein Ding? Bei den Lok- und Speichen. Nein. Wenn ich es abhole, frage ich sie einfach. Nein. Das mache ich. No. Ich mache die Gespräche. Nein. Huh.